Zack, in den Weltraum bist du für immer ein Feind des Instituts. Momentan, wenn man davor gewarnt wird. Das ist wohl nicht mehr möglich. Wenn da vorgewarnt wird, dann kann ich ja auch noch ein bisschen hier Institut machen, um mehr über die zu erfahren. Obwohl ich jetzt den Rest schon gebaut habe für die. Das ist natürlich ein komischer Kampf. Falls ich dann doch beim Institut bleibe. Was ich im Moment nicht glaube. Kleine Brücke hin zu den Synths zurückholen. Ich habe auf Sie gewartet. Tut mir leid, dass ich dich aufgehalten habe. Versuchen Sie ab jetzt mitzuhalten. Unsere Ziele sind im Gebäude. Vier Synths unter dem Schutz der Railroad. Die Leute in der Siedlung haben nichts damit zu tun und dürften sich raushalten. Die Situation ist eskaliert. Ein verdeckter Einsatz scheint unmöglich. Wir gehen rein, sichern die Synths und ich begebe mich per Transmission mit Ihnen zum Institut. Verstanden? Missionsparameter haben sich geändert. Wir schießen. Fordere Unterstützungstransmission an. Ist da jemand anwesend? Existieren ist das. Ich weiß überhaupt nicht, wer ist. Hier ist doch kein Railroad Clear. Nee. Schlüssel erforderlich, ja super. Kann ich noch nicht. Muss er da hoch? Ah ja. Was macht der da? Wieder cool. Was macht das noch? Ist das der Mac? Armer Mac. Und das ist doch die von der Karawane. Das ist der übelste Krieg, ey. Ach, schade. Wir sind kein leichtes Ziel, Arschloch.
Was nach unten? Was war denn das? What the fuck? Stürzt ihn schon wieder ab hier? Und wo muss ich hin? Da. Sie sind überall. Hier, mein hier bei mir. Terminium äußerst Entschiedenheit. Gut gesagt. Zielsensoren voll betriebsfähig. Fünf. Inventar, Snicky. Ja, einer weg. Das sind viele. Alter, es sind einfach zu viele hier. Bunker Hill gehört uns. Berechne effektivsten Angriff. Scheiße, ist gebrochen. Seltsam, offenbar Bewegung entdeckt. Seltsam. Grausgewehr. Der sich das gerade genommen? Ha, geiler Typ. Ja. Ihre Terminierung ist unvermeidbar. Sie feindliche Lebensform an. Du da, Sünd. Komm, bitte, tu es nicht. Warum hast du solche Angst? Ich will nicht zurück. Bitte, lass mich nicht zurückgehen. B257, zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierungscode Theta-93 Stratus. Da sind sie. Gott, das ist ein Runner. Benutzen Sie die Codes und wir kehren zurück zum Institut. Die Zeit drängt. Was ist denn mit denen?
Na schön, Sünd. Bitte. Warum willst du nicht zurückgehen? Ich weiß nicht. Ich wollte mein eigenes Leben. Z-322, zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierungscode Gamma-49 Typhoon. Keine plötzlichen Bewegungen. Bitte, nein. Was ist so schlimm am Institut? Ich konnte es einfach nicht mehr aushalten. Y-915, zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierungscode Beta-77 Tempest. Scheiße. Ich habe nach dir gesucht. Ich habe Geld. Es gehört dir, wenn du mich gehen lässt. Wie war das mit dem Geld? Ja, Geld. Hier, 60 Kronkorken. Das ist alles, was ich habe. Abgemacht? Hast du noch mehr dabei? Was? Nein. Ich habe doch gesagt, das ist alles. F633, zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierungscode Delta 62 Arcus. Das sind alle. Auftrag erledigt. Gehen Sie zurück in die Stadt und stellen Sie sicher, dass alle Feinde eliminiert wurden. Ich bringe die Synths per Transmission zurück zum Institut. Melden Sie sich danach bei Vater und gute Arbeit. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Railroad hätte sie rausgeholt. Die anderen hätten sie zerstört. Und ich. Sie wieder dahin zurückgeschickt, wo sie nicht hin wollten. Hoch. Ach, ich muss in die Ruinen. Warum denn das? Megaton her. Man kann sich Frisuren erfarmen. Das ist ja ulkig. Erstmal kriegt der Doktor hier noch einen drauf. Annehmen, so. Und er ist jetzt an die Oberfläche gekommen. In all den Jahren habe ich das Institut nie verlassen. Nicht einmal seit dem Tag, an dem sie mich hierher gebracht haben.
Ich hatte nie einen Grund. Aber jetzt, das bestätigt nur die Wahrheit, die ich schon immer kannte. Das Commonwealth ist tot. Hier gibt es keine Zukunft. Die einzige Hoffnung der Menschheit liegt im Untergrund. Warum bist du dann hier? Um die Dinge ins rechte Licht zu rücken. Hier werde ich daran erinnert, welches Glück ich hatte, dass mir ein Leben im Ödland erspart blieb. Du glaubst, ich wurde aus dem Vault entführt. In Wahrheit hat das Institut mich gerettet. Eigentlich uns beide. Aber warum mich erneut einfrieren? Natürlich als Sicherung. Ich war der perfekte Kandidat. Ein Säugling mit unbeschädigter DNS. Wäre aber etwas schiefgegangen, wäre ich gestorben. Das Institut brauchte einen Plan B. Eine weitere Quelle für DNS aus der Zeit vor dem Krieg. Am besten verwandt mit dem Hauptexemplar. Meine Eltern waren dafür perfekt geeignet. Daher hat man euch im Vault am Leben gehalten und beschützt. Als ich dich aus Vault 111 freiließ, hatte ich nicht erwartet, dass du da draußen überleben würdest. Zwischen all dem, aber dass du es geschafft hast, mich gefunden hast und ins Institut eingedrungen bist, außergewöhnlich. Du warst es also. Du hast mich rausgelassen. Ja, es war meine Entscheidung. Es war nicht mehr nötig, dich eingefroren zu lassen. Ich wollte wohl sehen, was geschehen würde. So eine Art Experiment. Ich wusste ja nicht, was für ein Mensch du warst. Würde das Commonwealth dich wie alles andere verderben? Alter, da hat er mit mir experimentiert, der Sack. Ich habe mich vor allem gefragt, würdest du nach all dieser Zeit versuchen, mich zu finden? Jetzt weiß ich es. Das alles ist für dich. Bin ich für dich nur ein weiteres Experiment? Nein, das ist nicht alles. Trotzdem bin ich froh, dass es so gekommen ist. Nach deinem Erfolg in Bunker Hill werden noch größere Dinge kommen. Die Synths sind unversehrt eingetroffen und werden umfunktioniert. Danke für deine Arbeit. Ich hoffe, das Risiko war nicht zu hoch. Was meinst du damit, dass die Synths umfunktioniert werden? Wir werden Anpassungen vornehmen, um ihre Programmfehler zu beheben. Danach werden ihnen neue Aufgaben im Institut zugewiesen. Das war nicht das erste oder letzte Mal. Die Railroad bleibt natürlich ein Ärgernis. Aber wir werden uns, falls nötig, darum kümmern. Und du? Tja, du hast den Test wohl bestanden. Das hast du gut gemacht. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Oder vielmehr unserer Dankbarkeit. Es wird Zeit, dich stärker in die Zukunft des Instituts einzubinden. Komm bitte rein. Das Direktorat hat eine Besprechung und du solltest dabei sein. Ich warte dann. Das reicht. Es wird Zeit, wieder reinzugehen. Okay, so ein Arsch. Das ist unglaublich. Schauen wir uns mal an, was sie zu sagen haben. Die sie alle laufen. Keiner hier macht irgendwas richtig. Mal irgendwie daraus lernen können, irgendwie das Krieg und alles. Nee. Super, ist wohl gelaufen. Wir kriegen uns so ein bisschen weiter. Bringen wir die Besprechung bitte erstmal hinter uns. Dann können wir uns unterhalten. Es ist wichtig.
Guck mal hier. Hallo? Möglicherweise tarnt sie gerade Menschen an. Ziel erfasst. Sensoranomalie entdeckt. Ihre Zerstörung ist unvermeidbar. Ich lade noch mal. Ich speichere immer richtig. Das Institut 113. Okay. Gut, alle sind da. Wir sollten jetzt anfangen. Entschuldigung, aber was hat der denn hier zu suchen? Darauf gehe ich noch ein. Zuerst gibt es aber andere wichtige Themen. Die Unruhen im Commonwealth nehmen weiter zu, wie wir alle wissen. Dein Bericht? Alle Institutseinrichtungen sind immer noch sicher mit einer bedeutenden Ausnahme. Intern läuft ansonsten alles nach wie vor gut. Ayo behält die Dinge an der Oberfläche im Auge. Ja, die Wächter melden keine weiteren Bedrohungen neben denen, die schon identifiziert wurden. Wir überwachen noch die erhöhte Aktivität bei Fort Independence. Es gibt derzeit aber keinen Grund zur Sorge. Der Flughafen von Boston ist weiterhin besetzt. Außerdem ist die Bruderschaft an mehreren weiteren Standorten im Commonwealth präsent. Laut Geheimdienstberichten ist diese Railroad weiterhin aktiv und wird immer ambitionierter. SEB-Agenten überwachen alle bekannten Situationen. Sehr gut. Danke. Es ist klar, dass unsere Sicherheit in Zukunft oberste Priorität hat. Also, wie sieht es mit Phase 3 aus? Entschuldigung, aber findest du, dass das jetzt der, richtige Zeitpunkt ist? Bei, ich meine, all den anwesenden Personen? Ah ja, stimmt. Hast du irgendwas über Phase 3 gehört? Ich glaube nicht. Ist in Ordnung. Hätte ich auch nicht erwartet. Das Projekt ist seit dem Start geheim. Energie ist, wie du an der Oberfläche gesehen hast, äußerst wertvoll. Ich rede nicht von irgendwelchen abstrakten Konzepten. Ich meine nutzbare Energie. Die, mit der man Lampen leuchten lässt. Mit jedem Fortschritt des Instituts steigt unser Energiebedarf. Über die Jahre hinweg gab es viele Kompromisse und Opfer, um diesen Fortschritt zu ermöglichen. Welche Art von Kompromissen? Mitunter mussten wir unsere Energie aus Anlagen an der Oberfläche beziehen. Das ist riskant für Personal und Ausrüstung. Das ändert sich jetzt. Phase 3 ist die Aktivierung eines Atomreaktors, der das Institut auf alle Zeit mit genügend Energie versorgen kann. Das stellt unser Überleben und unseren Erfolg sicher. Kannst du mir mehr über den Reaktor erzählen? Aber sicher. Er wurde vor dem Krieg für das Commonwealth Institute of Technology gebaut. Allerdings nur zu Testzwecken. Im Laufe der Jahre haben wir die Technologie erweitert und viele große Fortschritte erzielt. Jetzt sind wir fast bereit, ihn zu aktivieren. Der Reaktor ist so gut wie einsatzbereit, aber die letzten Tests haben gezeigt, dass noch Dinge zu tun sind. Daher kommen wir jetzt zu Phase 3.
Und zu deiner Hilfe. Sir. Ja, Ayo. Bisher haben wir doch Kellogg für Operationen an der Oberfläche eingesetzt, oder? Tja, er ist fort. Es gefällt mir zwar nicht, meinen eigenen Vater in Gefahr zu bringen, aber er hat bewiesen, dass er gut zurechtkommt. Ja, aber... Das steht hier nicht zur Debatte. Über ein Thema müssen wir aber noch reden. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Holdren, doch, ist es. Bitte. Wie einige von euch bestimmt wissen, werde ich jetzt seit geraumer Zeit von Dr. Volkert behandelt. Tut mir leid, aber das ist schwer für mich. Alle Versuche sind gescheitert. Keine der experimentellen Behandlungen war erfolgreich. Ich muss euch leider mitteilen, dass ich sterben werde. Nein, bitte, ist doch nicht dein Ernst! Leute, bitte, tut mir leid. So wollte ich es dir nicht sagen. Aber uns läuft die Zeit davon. Du stirbst? Leider. Eine sehr aggressive Krebsart. Glaub mir, dass wir alles getan haben, was wir können. Wir können später noch reden. Jetzt steht die Zukunft des Instituts auf dem Spiel. Das Institut kann ohne Führung nicht überleben. Das Direktorat muss weiterhin die besten Interessen aller wahren. Daher ernenne ich meinen Vater zu meinem Nachfolger. Oh Mann, das ist doch nicht dein Ernst. Wirklich? Wie kannst du das rechtfertigen? Er ist keiner von uns. Nicht mal ein Wissenschaftler. Ich ignoriere deinen fast schon ungehorsamen Ton und sage dazu Folgendes. Das Institut hat genug Wissenschaftler. Was es braucht, ist Führung. Ich glaube, mein Vater hat sich in dieser Hinsicht als äußerst fähig erwiesen. Damit ist die Besprechung beendet. Danke. Falls es noch niemand erwähnt hat, von 22 bis 6 Uhr ist Ruhezeit. Das wusste ich nicht. Ich weiß, das ist ganz schön viel auf einmal. Tut mir leid, Vater. Ich hoffe, es war nicht zu anmaßend, dir die Leitung zu übertragen, ohne dich vorher zu fragen. Ich kann das schaffen. Natürlich kannst du das. Daher auch meine Entscheidung. Es stehen schwere Entscheidungen an. Für uns alle. Besonders aber für dich. Ich weiß, du wirst das Richtige tun. Vater war schon immer undurchschaubar. Die Wahl seiner Nachfolge sollte mich wohl nicht überraschen. Boah, krasse Erfahrungspunkte. Schwierig, was mir jetzt richtig hier abknallen und dann zu den Minutemen. Schon witzig, einfach da niederzumähen. Oh Mann. Alles so schwierig.